Patienten fragen nach, ein Fadenlift ohne Nadeln haben zu wollen. Wir sind dann auf die Idee gekommen, mit unseren koreanischen Kollegen Kontakt aufzunehmen und haben uns schlussendlich für ein sogenanntes Seidenfadenlift entschieden. Das Seidenfadenlift ist ein nadelloses Fadenlift, wo Fäden unter die Haut gezogen werden, unter die Haut eingebracht werden, dass wir ein herrliches Lifting-Ergebnis haben. Das Seidenfadenlift arbeitet mit einem speziellen Protein, der Seidenraupe. Dieses Protein ist in der Lage, wirklich in der Haut die Hautstrukturen zu liften und die Jochbeinregion in die Höhe zu ziehen. Was wir auch wunderschön können, sind Stirnfalten zu beseitigen, natürlich dann ohne Botox. Und wir können auch wunderbar die Jawline, die Kinnlinie straffen. Ein Seidenfadenlift kostet 250 Euro, wird in einem Intervall von 2 bis 3 Wochen durchgeführt und wir empfehlen eine Auffrischung alle 6 Monate. Ich glaube, wir warten jetzt auf unsere Patientin und unsere Patientin wird heute sein, die Angelika Niedetzki, die ihr, glaube ich, alle kennt. Wir freuen uns schon sehr. Glaube ich auch. Hallo Angelika, ich freue mich, dich zu sehen. Ich glaube, du kommst heute zum Seidenfadenlift. Ich komme zum Du weißt zwar noch nicht, was es ist, oder? Na, was mit einem Seidenfaden? Davon gehe ich mal zwingend aus. Und der Raupe natürlich. Es ist was Tierisches. Nein, nicht wirklich. Es ist nur ein Protein. Aber es wird dich liften. Bist eh schon Okay. so schön. Also, Aber falls man mich nachher nicht mehr erkennt, glaube ich dann war auch. es das Seidenäffchen. Ah, das Seidenraupenlifting. Seidenraupe. So, die Denise führt dich gleich weiter. Hallo Denise. So, ihr geht's gleich nach hinten. Wow. So, liebe Angelika, jetzt können wir starten mit unserem schönen Seidenraupenlifting. Ich habe nur ein paar kurze Fragen. Also erstens einmal interessiert mich, wie kommt das überhaupt jetzt zu dieser Seidenfarbe? Wie kommt das unter die Haut? Oder kommt das unter die Haut oder nur auf die Haut? Genau, also es sind diverse Schritte nötig, um das Ganze zu machen. Im ersten Schritt habe ich da ein sanftes Peeling. Es fühlt sich an wie so ein bisschen Mentholkaugummi auf der Haut. Es ist überhaupt nicht schmerzhaft. Die ganze Behandlung ist schmerzfrei. Sehr Und die gut. ganze Behandlung ist eine kosmetische Behandlung. Ja, und wie lange hält es eigentlich an? Das Ganze hält, also wenn man es einmal macht, hält das so zwischen 2 und 3 Monaten. Es ist Okay. immer, es kommt auf den Körperstoffwechsel an, wie schnell er das wieder abbaut. Wir empfehlen 3 Behandlungen hintereinander. Dann haben wir eine Anhaltung von zwischen 9 und 12 Monaten. Nach der letzten Nach der dann. letzten Ah, Behandlung. gut. Und wenn wir das jetzt machen und ich nachher in die Sonne gehen will oder überhaupt irgendwie einen Termin habe, kann man, ist man irgendwie salonfähig gleich nachher oder muss man irgendwie sich Man verstecken? ist sofort, man ist sofort salonfähig. Das Einzige, was ist, man muss seine Haut regelmäßig befeuchten nach der Behandlung. Und sofort Make-up ist nicht anzuraten. Also wenn man einen natürlichen Look, kann man Ja. sofort wieder auf die Straße gehen. In die Super. Sauna würde ich jetzt, sollte man jetzt nicht gehen. Übermäßig Sport sollte man danach auch vermeiden. Ja. Und übermäßiges Sonnenbaden ist auch nicht ideal direkt nach der Behandlung. Okay, cool. Dann starten Ja, freue mich. Wir starten jetzt mit der Hautreinigung, bevor wir. ich überhaupt mit meinem Prozess starte. Das ist schon sehr angenehm. Wie lange dauert eigentlich die ganze Behandlung? Die ganze Behandlung dauert circa 1,5 Stunden. Also wir haben zwei Schritte, wo wir wirklich eine Einwirkzeit von 20 und 30 Minuten haben. Was ist, wenn ich einschlafe, weil es so angenehm ist? Dann ist es der Idealzustand. Trage dir jetzt das Peeling auf, dass deine Hautzellen öffnet, damit die Seidenraupenfäden schön in deine Haut eindringen können. Und jetzt, was genau machen diese Fäden dann? Die straffen oder strecken das Gewebe oder wie kann man das? Genau, die gehen in deine oberste Hautschicht, also in die Epidermis ein, so kleine Fädelchen und dann durch dieses Gel werden die flüssig und dann trocknen die wieder aus. Ja. Und dadurch dehnen sich die und dehnen deine Haut. Also von Fantastisch. innen nach außen. Und schrumpeln nicht wieder Und schrumpfen zusammen. wieder zusammen, ja.
So, jetzt haben wir das Peeling wieder abgenommen. Darf man noch hingreifen? Ja, sicher. Das ist ja mein Gesicht. Wow, das greift sich jetzt schon so fein an. Das ist echt ein ganz ein tolles Peeling. Allein das Peeling ist es schon wert. So, und jetzt? Und jetzt, das sind die Fäden, von denen wir reden. Das sind unsere Seidenraupenfäden. Wow. Die lösen wir jetzt in einer speziellen Flüssigkeit auf, dass es wirklich zu einer geligen Konsistenz wird. Mhm. Das Rühren, werden die wirklich zu einem Gel, den man dann schön auf der Haut verteilen kann. Jetzt tragen wir die Fäden auf, schön in die Richtung, in die wir wollen. Ich werde es ganz sehen. Ich schiele ein bisschen mit. Aber es ist total angenehm, es ist ein bisschen kühl. Ja, es ist wirklich dieser mentholige, ja. Das Menthol, es ist ganz schwer zu beschreiben, das Gefühl, was man hat. Aber es ist wie so ein bisschen... Na, angenehm, ja, wie so ein... Keine Ahnung, wie so Aloe Vera Gel mit ein bisschen Zahnpasta. Wir haben das jetzt, unsere Fäden jetzt 20 Minuten einwirken lassen und nehmen sie jetzt wieder ab mit den Schwämmchen. Das war sehr angenehm, muss ich sagen, weil es so kühlt, diese Gel-Fadenmischung. Der Faden und der Hyaluronbooster, ja, der macht. Und der Hyaluronbooster, der riecht ein bisschen nach Rosen, das ist auch sehr fein. Wir haben jetzt das Heintens Gel 30 Minuten einwirken lassen. Dieses Gel gibt Ihnen den Fäden noch den richtigen Kick, schön in die Haut einzuziehen und spannt auch wirklich deutlich sichtbar und spürbar die Haut. Ich kann nicht mehr reden. Das stimmt nicht. Nein, aber man spürt es wirklich. Es ist bumm, strafft richtig schön hinauf. Das ist unüberspürbar, sage ich mal. Aber das bleibt nicht so. Nein, Gut. Das bleibt nicht so. Das nehmen wir jetzt wieder ab. Jetzt unser letzter Schritt, die High-Intense-Ampulle, die ich noch auf deinem Gesicht verteile. Das ist ein Feuchtigkeitsboost nochmal. Das ist eine Feuchtigkeitsampulle, genau, mit ganz vielen Vitaminen und Pflegestoffen für deine Haut. Mehr. Angenehm. Wie hat es dir gefallen, das Seidenraupenlift? Ihr schaut es nicht so schön aus wie ich, aber ihr habt auch Masken auf. Es war fantastisch. Also ich muss ehrlich sagen, es ist eine sehr angenehme Behandlung. Es ist jeder Schritt irgendwie, tut gut und fühlt sich gut an. Es tut nichts weh. Im Gegenteil, es ist kühl, ein bisschen prickelnd auf der Haut. Und jetzt fühlt sich es einfach ja, straffer an. Man spürt es. Ich glaube, du hast auch wirklich die Jochbeine weiter oben. Hast du heute Abend was vor? Meter. Heute Abend... Na, hoffentlich habe ich was vor. Und falls ich nichts vorhabe, nehme ich mir jetzt was vor. Weil dieses Gesicht muss unter die Leute. Nein, es ist wirklich, es ist rundum alles nur angenehm. Und wenn ich jetzt draufgreife, es ist wie ein Babypopo. Seidenweich. Und wenn ihr buchen wollt, unter www.valentin.cc.